Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir im Zeichen der Wedlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir Prachtpool City erreicht und werden jetzt in die Pokémon Liga gehen. Oder besser gesagt in die... Was? Hör mir zu, du musst an deine Pokémon glauben, gib für sie alles, jo. Werden in die Siegestraße gehen, um dort uns heftige Battles zu liefern. Vor allem unser Rivalen-Battle gegen... Na, wer weiß es noch. Und das wird ein neues Pokémon in unserem Team werden. Hariyama! Sei weiblich. Komm, sei ein weibliches Hariyama. Es ist männlich, verdammt. Verdammt männlich ist es. Egal. Wenn du Wirbelwind einsetzt, hasse ich dich. Na, ein Versuch habe ich dann ja noch. Weckruf. Autsch. Ich bin wach, ich bin wach. Okay, ich habe eine Idee. Friss meine Bälle. Friss mein Superball. Ah! Das ist bitter. Steigt aus Maximum. Komm schon! Bleib drin! Oh, zum Glück. Puh. Ja, für dich habe ich auch schon einen Namen. Du bist ein fetter Kämpfer. Ein ganz dicker. Hariyama. Armwurf. Ja, ich habe einen Namen für dich. Und zwar nenne ich dich total kreativ, Leute. Boo. Von wegen der dicke Boo. Aus Dragon Ball Z. You know what I mean? So. Damit können wir jetzt... Okay, wir haben alle Pokémon gefangen, die man hier kriegen kann. Habt ihr das gerade gesehen? Alter. Wo haben wir es denn? Topschutz. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, ein Pokémon zu begegnen. Ja, wir haben ja alles gefangen. Oh, nee, gar nicht. Meditalis ist hier noch. Knack... Stollrak. Stolunio und... Wie heißt nochmal dieses andere Pokémon da? Oh nein, Stärke. Ah, TM-Sklaven, wo seid ihr? Mach mal sortieren hier bitte. Numerisch. Danke. Nein, du nicht! Dann lieber hier unser Kack. Nein! Mann! Nein. Kackdion, da hast du wie ein Stepp drauf. Zur Not. Ja. Ich glaube, Schlitz hat nur 60, ne? 70 sogar, okay. Egal. Gut, damit haben wir das. Kann uns das wenigstens nicht mehr auf den Schnürsenkel gehen. Und wir steigen jetzt gleich aufs Fahrrad, würde ich sagen. So, danke. Kommen wir schneller voran. Sollen wir die Trainer mitnehmen? Nein. Scheiße, ich muss... Wenn ich da dran vorbei will, dann wird er mich wahrscheinlich sehen und herausfordern. Doch nicht. Ich wollte sagen, das sieht ja aber sehr verdächtig nach Item aus. Ja, es gibt immer diese Pflichtkämpfe, von daher ist das egal. Hauptsache, nicht jeden Kampf, damit wir uns ein bisschen Zeit sparen können. Frostdietje. Dietje. Geist. Eis. Okay. Du hast vermutlich Schwebe, oder? Liebreiz. Spezialangriff sinkt, okay. Ja, hat kein Schwebe. Level 47? Fucking serious! 47 ist natürlich übel. Das ist sehr, sehr nah an unserem dran. Ja, natürlich. Und ich schlag mich direkt selbst. Oh, Alter. Das bockt mich doch nicht, ob du meinen Spezialangriff senkst oder nicht. Stirb. Boom. Tschüss, Frostdietje. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, so einfach geht das.
Oh, muss ich da erst auf die andere Seite? So ein Quatsch. Oh nein! Das ist doch scheiße, sowas! So, das lassen wir vergessen dafür. Ich meine, ich habe ja noch hier Gedankengut. Und Gedankengut, weil das haben wir, das, davon haben wir die TM. Pokémon, so ein Scheiß, ey. Wisst ihr, das ist das Blöde an diesem Spiel. Oder an der dritten Gen, weil man muss in der Pokémon Liga oder in der Siegestraße wirklich alle TMs und so, also alle VMs nochmal benutzen. Ich glaube, Zertrümmer braucht man auch nochmal. Sag mal bitte, danke. Weg damit. Peng, peng. Und tschüss. Nee, ich will Weiterschuss benutzen, danke. Natürlich nehmen wir auch alle Items mit, die wir kriegen können. Packt. AP Plus. Sehr geil. Was war das denn gerade? Oh! Wie geil wäre das denn gewesen? Ja, du willst kämpfen. Yay! Ein Stolrak. Aber wir haben schon ein Pokémon gefangen. Capoeira. Oh yeah. Und er tänzelt. Seht ihn tanzen. Capoeira sollte nicht allzu groß, kein allzu großes Problem sein. Wir sind sogar schneller. Der 45 schon. Alter, das hat. Ist zurückgeschreckt, wie geil. Ach du Scheiße, das Vieh hat Konter versucht. Oha, das hätte tödlich enden können. Jutesto. Boah, da muss ich jetzt aber ein bisschen aufpassen hier. Konter. Das Vieh hat Konter versucht. Das hätte richtig böse enden können. Wieso habe ich mich eigentlich nicht geheilt? Wie süß. Nein! Du Hund! Ach, du wechselst also die Pokémon aus, ja? Hä? Friss meinen Mülltreffer und stirb daran, du Drecksau! Weg! So viel zum Thema. Arschloch. Level 49 für Bierstrike. Plus 4 KP, Alter. Du machst Level 49, sehr schön. So, dann ist Kapaloris jetzt nochmal dran. Ja, leveltechnisch sind wir echt gut dabei eigentlich, ne? Hypertränkchen. So. Ja, das ist okay. Und weiter geht's, nächste Etage. Auf dem Weg zum Sieg. Noch ein Trainer. Und mit wem mache ich denn den Rivalen-Battle? Der benutzt Feen-Pokémon. Das heißt, ich werde mit Slymog agieren müssen. Ja, warum benutzt er Feen-Pokémon? Weil er hier vorgestellt wurde mit dem Mega Galagladio. Das ist eine. Mega Galagladio, ist das eine Fee? Flunkiefer, Stahlfee? Bist du Stahl? Ich glaube schon, ne? Kannst du mir wehtun? Ich weiß nicht. Da werde ich mal eben kurz was gucken müssen. Porta, okay. Moment, ich muss mal eben kurz. Guck mal, das Vieh ist fast tot. 69. Da muss es nur zur Playlist hinzugefügt werden. Final Fantasy. Moment. Ja, das dauert jetzt eben ein kleines Augenblickchen. So.
12 Minuten nur für den Upload? Krass. Ja, mein neues Internet ist so geil, Leute. Mega Gala Gladi. Das wird echt hart werden, Pokewiki. Na, zeigst du es mir oder nicht? Normale Form. Hm, wo haben wir es denn? Na, wo ist denn die Erläuterung? Mega Gala Gladi sehen. Mega Gala Gladi. Jetzt kriege ich die. Oh. Jetzt kommt eine Erklärung. Öh, Mega Entwicklung ist so und so und bla bla bla. Und ich muss schon wieder auf Toilette. Konzentrator. Es behält also den Typ Psycho Kampf. Und ich muss mal auf Toilette. So, da bin ich auch schon wieder. Aber ich bin damit gerade nicht so zufrieden. Wo haben wir es denn? Ein Augenblick, wir haben es gleich geschafft. Gleich können wir weitermachen. Wo ist denn das Vieh? Ne, es behält den Typ Psychokampf. Das können wir. Das heißt, mit Slimog werden wir da hundertprozentig nicht antreten, was ich erst überlegt hatte. Weil ich dachte, wenn das Vieh ist, dann können wir ein bisschen Slimog benutzen. Aber so nicht. Was haben wir hier unten? Ein Trainer. Ja, viele Wege führen nach Rom, ne? Und ich glaube, ich renne hier die ganze. Ach, falscher! Du kannst da gerne mal runtergehen jetzt. Danke. Vielleicht sollte ich einfach rennen. Ja, danke. So, wo sind wir jetzt? Überall und nirgendwo ein Doppelkampf. Können wir machen, machen wir aber nicht. Man kann ihm aus dem Weg gehen, deswegen lasse ich das mal. Ich habe keine Lust, jetzt noch ein Team zu verlieren oder ein Pokémon, nur wegen Doppelkampf oder so. Wie kann man raus? Oh, hier gibt es eine TM. Ja, bitte. Psychokinese! Wie geil ist das denn? Episch! Einfach nur episch! Ja, ist ja gut. Es ist dunkel und bla bla bla. Die Musik haben sie bei... Ja, das war das Falsche. Ist in Ordnung. Du sollst einfach Blitz benutzen, Mann! Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Hariyama! Wir haben Hariyama. Das ist cool. Epic. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ich finde das hier in der dritten Gen richtig verwirrend. Caradonis. Oh shit, schon wieder so ein Kontertypi. Aber Konter ist mir egal. Solange er nicht Spiegelcap benutzt, ist mir alles egal. Hier, friss mein Surfer. Protzer, okay. Ja und? Als ob ich Angst davor habe. Verteidigung hoch. Puh. Du müsstest schon deine Spezialverteidigung stärken, um auszuhalten, was ich mache. Ausdauer. Das war gerade wie Son Goku. Habt ihr das gesehen? Ja, nur noch die Aura. Ne, die Aura war sogar da, oder? War die Aura da? Was hat er gemacht? Was war das gerade? I don't know. Na, Caradonis ist besiegt. Sehr gut. Dum, dum, dum. Gegen den Typen hat man auch in der Demo gespielt. So sieht man sich wieder, mein Freund. Oh, noch eine TM. Jetzt werden wir mit TMs zugeballert, oder was? Hä? Jetzt aber. Ich wollte gerade sagen, versperr mir nicht den Weg, Alter. Flammenwurf! Wie geil! Wir müssen mal eben gucken, wer die neuen Attacken überhaupt beherrschen kann.
Ganz runter. Psychokinese kann unser Psycho-Pokémon natürlich lernen. Und Flammenwurf? Toll. Wobei, das können wir unserem Dings jetzt Verfolger Lore beibringen. Oder? Was hat ein Verfolger Lore momentan für Attacken? Rückkehrzauberschein. Nee, lass mal lieber. Nein und ja, danke. Und Psychokinese können wir auf jeden Fall unserem hier Crystal beibringen. Stärke 90. Stärke 70. Senkt eventuell den Spezialangriff des Ziels. Nur Spezialverteidigung senken ist besser. Besser, besser, besser. Sehr gut. Ah, coole Sache. Wir haben Flammenwurf gekriegt. Wie geil ist das denn? Das ist noch ein Item. Will ich aber nicht haben. Oh mein Gott, ein Drachentrainer. Wir haben Konstantin vorne. Konstantine, die wird das schon machen. Hier unten können wir schon wieder surfen. Ne? Das ist schon wieder so Drachenprofi Ego. Citra King. Toll. Genau das Pokémon, was ich am wenigsten als Gegner haben wollte. Na gut, dass wir spezialtechnisch, spezialverteidigungstechnisch ziemlich stark sind. So, Toxin erledigt einiges. Versuchen wir es mal mit Strauchler. Damit treffen wir auf jeden Fall den Wassertypen. Alter, du bist ein Arschloch. Friss das! Oh, das war sogar ein Volltreffer. Krass. Okay. Das war schon. Duh. Ja, keiner ist besser als Siegfried. Und Siegfried ist der wahre Drachenmeister. Drachen-Champion. Champignon. So, gleich haben alle 49 erreicht. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin, Leute. Ohne Scheiß. Ein Doppelkampf. Ein Doppelkampf komme ich noch nicht mal vorbei. Wobei ich mit den beiden eigentlich ziemlich gut dran bin, oder? Ich weiß das gerade gar nicht. Wo ist denn das Blöde da? Wir bleiben bei den beiden. Das sieht aus wie Karate-Maka. Wenn wir Pech haben, haben die jetzt natürlich ein Meditalis? Somnivora und Rasaf. Auf jeden Fall ein Psycho-Pokémon. Und Psycho ist eine ganz, 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 ganz doofe Idee. Wobei Psycho machen wir locker platt. Machen wir erstmal Mega-Digitation. Entschuldigung. Machen das hier direkt weg. Und du machst mal Mülltreffer gegen Rasaf. Wir müssen eigentlich schneller sein als alles andere. Yay! Und tschüss. Das hat überlebt! Wieso hat das überlebt? Entschuldigung. Ah, Frosch im Hals. Einigler. Du machst ernsthaft Einigler? Warte mal, ich will mal kurz die Werte angucken von Megalatias. Spezialangriff 138. Keine Ahnung, was sich da verbessert haben soll. Eigentlich hätte Spukball doch ein sicherer One-Hit sein müssen, oder nicht? Na, ist ja auch egal. Jetzt können wir einfach eine normale Attacke machen, das Vieh ist tot.
Noch ein Spukball überlebt es nämlich nicht. Ein Volltreffer, der ist total unnötig gewesen jetzt. So. Sind beide heil? Ich habe nämlich das starke Gefühl, dass wir gleich einen bösen Kampf haben werden. Finster Aura. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt Gedankengut? Kann sogar Eisstrahl lernen. Cool. Da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das? Ich glaube, das ist die beste Wahl für den Kampf, oder? Psycho, Drache, Geist. Drachenattacke. Drachenattacke können wir natürlich noch eine bessere gebrauchen eigentlich. Aber egal. Ja, machen wir nochmal. Sieht doch aus, als ob wir kurz vorm Ende wären, oder? Noch ein Eisen. Hey. Oh, hier kann man Schmerbe fangen. Ein Goldini. Oh, kann ich hier Kaskade einsetzen? Wenn ja, dann machen wir das mal in kurz. Wir müssen jetzt nichts übereilen, ne? Tatsächlich. Da ist sogar eine TM! Da ist wieder mein Itemradar, mein Inneres. Kreuzschere! Fucking serious! Eine Käferattacke! Moment, 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 Moment. Da wollen wir mal eben gucken. Kann keiner lernen. Oh, wie schade! Wie geil wäre das denn? Wir sind immer noch in der Siegestraße und wir sind kurz davor, sie zu beenden. Wobei der Rivalen-Battle hätte eigentlich schon lange sein müssen. Vielleicht kommt. Vielleicht gibt es ja gar keinen Rivalen-Battle. Weil ich bin jetzt am Ende, oder nicht? Ja, dann gibt es wohl keinen Rivalen-Battle. Oh, hallo, Dengoku. Oh, die Musik. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du dein Versprechen von damals eingehalten hast. Dass ich es bis hierher geschafft habe, verdanke ich allein dir, Dengoku. Ich konnte nur so stark werden, weil ich damals gegen dich von den Kürzeren gezogen habe. Du und dein Pokémon-Team habt bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüberzustehen reicht, um diese Stärke mit jeder Faser meines Körpers zu spüren. Oh oh. Aber eins sage ich dir. Nochmal werde ich nicht verlieren. Ich werde diesen Kampf gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, es geht los! Oha, die Musik geht ja mal mega ab. Und er hat den Megastein. Setzt Altaria ein. Okay. Na, dann mal zu, würde ich sagen. Beginnen wir mit Gedankengut. Ich habe mich nicht geheilt vorher. Er wird das sicherlich physisch spielen. Vom Erdbeben habe ich weniger Angst, aber Drachenpuls könnte wehtun. Tut nicht so sehr weh, wie ich gedacht habe. Drachenpuls ist auch speziell, ne? Von daher sind wir auf der sicheren Seite. Ich möchte mich erstmal ein bisschen boosten. Roosten? Watteschild. Macht die Verteidigung hoch, okay? Oh, ein dickes Wattebäulchen. So, plus 3 sollte eigentlich ausreichen, um alles platt zu machen, was kommt. Rivalen Battle! Aeroas, okay. Okay, jetzt will ich mal eben kurz heilen. Vorsichtshalber. Ein Hypertränkchen. Weil ich möchte gerne mit vollen KP den nächsten Pokémon gegenüberstehen.
Drachenpuls, okay. Das war's dann wohl mit dem vollen KP. Aber so viel Schaden macht das ja nicht. Okay, Feuer Odem. Los geht's. Step. Es ist schwach dagegen und es ist tot, da wir uns geboostet haben. Können wir jetzt hier so durchrushen? Inikuro, ein Fee-Pokémon. Kein Problem. Und Typ Normal natürlich, das heißt Spukball können wir vergessen, Feuer Odem bringt nichts. Also Psychokinese. Boom! Und won it. Ja, dieser Rivalen-Battle wird einfach sein. Krass. Magneton, bleiben wir drin. Tja, Elektrostahl, was machen wir da? Psychokinese! Boom! Hat überlebt durch Robustheit, war klar. Kreideschrei, oha. Er will den Kampf, er will es vorbereiten, um mich platt zu machen. Oh, unsere Verteidigung ist jetzt natürlich um 2 gesenkt, ne? Das heißt, wenn jetzt gleich Mega Galagladi kommt, könnte es sein, dass mich das wie mit einem Schlag umhaut. Sollen wir es trotzdem riskieren? Man, wir sind so schön geboostet. Und wir sind... Er kann uns nicht effektiv treffen. Galagladi, okay. Er trifft uns auf jeden Fall nicht effektiv. Weder mit Psycho, noch mit seinen Kampfattacken. Psychokinese, komm. Ich habe keine Angst vor dir. Und tschüss. Sag ich ja. Ja, das war ein Crystal Only Run. Ich habe versagt. Ah! Hm. Dengoku, du und dein Team. Ihr habt uns als Gegner ernst genommen und euch im Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken. Aber ich möchte mich auch bei Galagladi und meinen anderen Pokémon bedanken. Ich habe das Gefühl, dass ich dank euch allen einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte. Ach ja, ich habe ein Geschenk für dich. Hier, das ist ein Andenken an deinen Kampf gegen mich, Galagladi und mein restliches Team. Ein Funkelstein. Hast du zufällig ein männliches Kilia? Wenn ja, dann verwende unbedingt diesen Funkelstein auf es an. Heute konnte ich dich zwar nicht besiegen, doch wart's nur ab. Ich werde fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Bitte kämpfe wieder gegen mich, wenn ich dich herausfordere. Versprich es mir, ja? Natürlich. Okay. Wir haben den Rival-Battle, der doch da war und episch gestaltet war, geschafft. Locker. Man kann sagen, locker. Und wir haben die Pokémon-Liga erreicht, Leute. Es war ein langer Weg bis hierhin. Wir haben insgesamt 56 Parts gebraucht oder 57. Freu nicht. Aber wir haben es geschafft. Die Pokémon-Liga der Hoenn-Region. Vorbereitung wird es natürlich geben. Aber bis dahin, Leute, beenden wir diesen Part. Beim nächsten Mal werden wir die Top 4 rushen. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Alpha Saphir im Zeichen der Wetlock Challenge. Schaut rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku. Senpai.